Der Rettungswagen ist auf dem Weg in die Notaufnahme der Klinik am Südring. Dort nimmt Assistenzärztin Miriam Dietz die 72-jährige Gerda Weiler in Empfang. Diese hatte sich im Park bei einem Sturz den Fuß verknackst. Aber die Rentnerin hat noch eine andere Sorge. Ihre 8-jährige Enkelin ist spurlos verschwunden. Wir kümmern uns um Sie, ja? Nein, ich muss doch die Emma suchen. Alles gut, wir kümmern uns um Sie. Die Emma ist weg, ich muss die Emma suchen. Bei Frau Weiler, als sie uns eingeliefert wurde vom Rettungsdienst, dachte ich zuerst, es wäre halt eine ältere, demente Dame, wie wir sie häufiger haben, die dann auch stürzen und sich verletzen. Der Kollege vom Rettungsdienst hat mir dann übergeben, dass die Dame wohl etwas verwirrt wäre, desorientiert, gestürzt und hätte sich verletzt. Außerdem stand jetzt hier noch im Raum, dass sie wohl ihr Enkelkind verloren hatte, was uns natürlich noch zusätzlich Sorgen gemacht hat. Die Tochter von ihr wurde von der Polizei schon informiert. Alarmiert. Okay, sehr gut. Also die suchen auch die Enkelin. Ja, das hat die Tochter auch bestätigt, das stimmt. Okay, sehr gut. Das ist gut zu wissen. Ja. So, Frau Weiler. Tschüss, danke euch. Frau Weiler, wollen Sie mir einmal erzählen, was passiert ist? Das weiß ich so genau gar nicht. Wissen Sie nicht? Nee. Wie sind Sie denn zu uns gekommen? Mit dem Auto. Mit dem Auto? Ja, ja. Okay. Und was war, bevor das Auto Sie abgeholt hat? Ich wollte mit meiner Enkelin, mit der Emma, wollte ich auf den Spielplatz. Ja. Auf einmal war die weg. Da war die Emma weg. Die war weg. Deswegen, die muss ich suchen. Okay, nein, Frau Weiler, alles gut. Ja. Frau Weiler, wo wohnen Sie? Bei meiner Tochter. Sie wohnen bei Ihrer Tochter? Ja, bei meiner Tochter. Mit der Emma. Mit der kleinen Emma. Ja. Okay, gut. Ja, ja. Frau Weiler war in ihrer Stimmungslage vollkommen instabil. Sie ist von kichernd wie ein kleines Mädchen. Dann hat sie angefangen zu weinen, weil sie sich erinnert hat, dass sie ihre Enkeltochter verloren hat, sie sich Sorgen gemacht hat, zu vollkommen verwirrt, immer geschwankt. Und es war für uns schon wirklich sehr komisch. Und es war auch wirklich nicht einzuschätzen, woher das Ganze jetzt kam. Sie haben eine kleine Schramme am Kopf, die machen wir jetzt einmal sauber. Ja, so eine Schramme ist ja nicht so schlimm. Ja, dann kriegen Sie... Ah, die Tochter. Ja, hallo. Ich habe gerade schon mit der Polizei telefoniert. Meine Tochter ist weg. Genau. Was Ihre ist Mutter denn mit ist meiner hier. Mutter? Die Frau Weiler. Emma ist weg. Ja, Maus. Die Emma ist Mama, ich. Wie konnte das denn passieren? Ich weiß Frau Weiler, ganz nicht, was ruhig. Ich habe mit der Polizei telefoniert. Die wird schon wieder auftauchen. Ich weiß nicht, was passiert ist. Aber die müssen die suchen. Okay. Frau Weiler, beruhigen, okay? Ganz die Polizei ruhig, sucht ja schon nach ihrer Enkelin. Es ist ein bisschen komisch, weil sie wirkt, also sie ist ziemlich desorientiert. Was? Und ja, sie meinte dann auch, dass sie mit Ihnen zusammen wohnt. Wir hatten jetzt zuerst die Vermutung, dass sie vielleicht im Altenheim wohnt und irgendwie flüchtig war. Nein. Okay. Gut. Sie ist ein bisschen durch den Wind. Oh, das ist ich weiß nicht, warum nicht. Ist sie nicht? Nein, auf keinen okay, Fall. Okay, ich würde sie dann gleich einmal ins Röntgen schicken, also in die Radiologie. Wir müssen uns einmal den Kopf angucken. Gerade wenn wir auffällige Patienten haben, also die von ihrem Verhalten auffällig sind, gehen wir am Anfang davon aus, wenn das akut aufgetreten ist, dass es natürlich durch den Sturz bedingt sein könnte. Wobei ich sagen muss, dass Frau Weiler jetzt nicht die typische Patientin war nach Sturzereignis auf dem Kopf, wie ich es sonst kenne. Sie war dann doch eher schon etwas in den dementen Sektor einzuordnen für mich. Aber differenzialdiagnostisch mussten wir auf jeden Fall Verletzungen im Kopf ausschließen. Des Weiteren hatte sie einen geschwollenen Fuß und gab auch Schmerzen an, sodass ich dann nach der Untersuchung auch davon ausgegangen bin, dass wir hier eine Fraktur vorliegen haben. Außen aber die Polizei weiß ja auch, dass Sie hier sind. Ja, natürlich, die haben mich ja hier hingeschickt. Aber die rufen einfach nicht an, das kann ja nicht so lange dauern. Werden die sich auch schnellstmöglich melden. Die 38-jährige Katja weiß, dass ihre Tochter niemals einfach so davonlaufen würde. Die Reisebürokauffrau befürchtet daher, dass Emma etwas passiert ist. Und auch eine halbe Stunde später fehlt von der Schülerin immer noch jede Spur. Und schon was gehört? Nein, die haben sich immer noch nicht gemeldet. Das kann doch nicht sein. Wo soll die denn sein? Machen Sie sich keine Sorgen, die melden sich bestimmt gleich. Emma! Teufel spricht, ne? Das ist die kleine Emma. Oh mein Gott, wo bist du denn? Hi. Du hast schon eine Freundin treffen, ne? Ja. Deswegen warst du so weg. Mit einer Freundin? Warum hast du denn der Oma nicht Bescheid gesagt? Hab ich. Die Oma hat gesagt, du wärst auf einmal weg gewesen. Ihr wolltet zum Spielplatz oder was? Nein, ich hab der Oma gesagt, ich gehe auf den Spielplatz schon mal vor. Großes Indianer-Ehrenwort. Gut, also Gott sei Dank haben wir ihre Tochter da nicht weit vom Spielplatz gefunden, ne? Okay. Nicht dafür. Und Gott sei Dank ist es unversehrt, ist nichts passiert, ne? Ja. Klar. Wir alles sehen gut, uns, ne? Okay. Tschüss. Mach's gut, ne? Ciao. Tschüss. Sehen Sie, ist doch alles gut.
So, dann nimm so lange Platz. Ihre Mutter ist ja noch beim CT. Ach, guck mal, da kommt sie gerade. Ach, ist das Emma, 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 oh, komm mal hier zu Oma. Oh, Emma, oh, komm mal hier zu Oma. Oh, komm mal hoch. Oh. Selbst mir ist da wirklich ein Stein vom Herzen gefallen, weil wenn so ein kleines Kind verloren geht, da macht man sich ja schon Gedanken. Und auch wenn man nicht dran beteiligt ist, da bin ich dann doch ein bisschen emotionaler dabei. Da wollte ich nur auf den Spielplatz. Ja. Oh. Da seid ihr ja wieder. Ja, die Enkelin ist auch aufgetaucht. Alles gut. Ja. Ah, du bist auch aufgetaucht. Du bist dann Emma wahrscheinlich. Ja. Hi, ich bin die Miriam. Ich war einfach nur auf dem Spielplatz. Ja, danke. Wir sind die Bilder. Einfach nur auf dem Spielplatz. Achso, ja, ja, danke. Sie sagt, sie hat ihr Bescheid gesagt. Sie wusste anscheinend nicht mehr. Du hast ja Oma gesagt, dass du weggehst. Ja. Okay. Auch nach dem Besuch bei uns in der Radiologie konnten wir im CCT keinen Grund für Frau Weilers auffälliges Verhalten erkennen. Das CCT war vollkommen ohne pathologischen Befund, das heißt, es war genau so, wie es sein sollte. Also war für uns immer noch nicht so ganz klar, woher das Ganze jetzt kam. Die andere Sache, die ich jetzt vorrangig mit ihm besprechen muss, ist, dass sie eine Fraktur hat, also einen Bruch im Fuß. Okay. Der Mittelfuß ist gebrochen und die Teile sind leider so ineinander verschoben, dass das operativ korrigiert werden muss. Oh nein. Also das können wir jetzt leider nicht mit dem Gips machen. Das muss man wieder richtig stellen, sonst wächst es nicht richtig zusammen. Mhm. Das heißt, ich würde sie dann jetzt einmal auf der Chirurgie aufnehmen. Mama, das muss dann wohl sein, ja. Frau Weiler, Sie gehen jetzt einmal bei uns auf Station und dann kommt gleich so ein ganz netter junger Arzt. Och, der bespricht das dann noch mit Ihnen. Ein ganz Junge? Genau. Ja. Ganz hübscher. Da die Computertomographie nicht klären konnte, warum Gerda so verwirrt ist, vermutet die Assistenzärztin eine andere Ursache als eine Kopfverletzung. Was aber wirklich dahinter steckt, hat Miriam Dietz so noch nicht erlebt. Es ist tatsächlich jetzt aber komisch für uns, dass sie so plötzlich so eine Verwirrtheit entwickelt hat. Wir gucken jetzt uns noch mal die Blutwerte an. Das kann natürlich auch gerade bei alten Leuten immer sein, dass sie sehr schnell dehydrieren, das heißt, dass sie zu wenig trinken, dass sie dann austrocknen. Und das macht auch schon mal so Verwirrtheitszustände. Wenn wir dann aber alles nichts finden, müssen wir uns natürlich auch die Frage stellen, ob es nicht vielleicht doch ein bisschen Demenz oder altersbedingt ist. Was? Aber irgendwie, wir wohnen ja zusammen und sie passt auf sie auch, dass das nicht mehr klappt und sie in Heim muss oder aber, so. Aber ja, davon gehen wir jetzt erstmal nicht aus. Wir gucken jetzt erstmal, ob wir einen Grund dafür finden, machen noch ein paar Tests. Und so, guten Tag. Wer sind Sie? Hallo Mike, das ist mein neuer Freund, der Mike. Ach, das ist Ihr Lebensgefährte. Okay. Ja, genau. Wo war sie denn? Die war einfach nur auf dem Spielplatz. Sie ist schon mal vorgelaufen. Es ist alles gut, aber Mamas Fuß ist gebrochen. Gebrochen? Mhm. Und das hört sich nicht gut an. Nee, wird jetzt auch verwirrt. Die ist also so total verwirrt. Aber das war doch nie so, oder? Ist dir da mal was aufgefallen? Dass man manchmal das Gefühl hat, die ist ein bisschen neben der Spur oder versucht, das zu überspielen. Tüdelig? Ja, doch, fand ich schon. Also, wenn wir mich jetzt genau so fragen, dann ich wollte dich nicht beunruhigen damit, ne? Aber sie ist halt schon. Ja, sie ist so, weiß nicht, ein bisschen komisch. Aber ich will es halt nicht so dramatisieren, deswegen habe ich es einfach auch nicht erzählt. Ich wusste, dass das wichtig ist jetzt auch, ne? Natürlich muss man hier sagen, dass Frau Weiler in einem Alter ist, wo es denkbar ist, dass sie an einer Demenz leidet. Und wir natürlich gerade Patienten in dem Alter sehr häufig auch als dement erleben. Allerdings muss man sagen, dass das schon eher ein schleichender Prozess ist. Also, dass es akut von einem Moment auf den anderen ein Patient komplett dement wird, erleben wir so eigentlich nicht. Katja befürchtet jetzt, dass sie die Verwirrtheit ihrer Mutter bisher nur nicht wahrhaben wollte und sie deshalb übersehen hat. Aber es wird sich zeigen, dass ihr Freund Mike nicht ganz unschuldig an dem Zustand der Rentnerin ist. Außerdem ist Gerda nicht die Einzige in der Klinik, die sich ungewöhnlich verhält. Hallo? Darf ich mal fragen, was Sie hier machen? Ich bewundere die Tapete, diese Struktur. Fühlen Sie mal, die ist wirklich Farbe, also. Okay. Wo kommen Sie denn gerade her? Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Nee. Okay, kommen Sie am besten einmal mit. Kannst du einmal die Mary anfunken, dass sie vielleicht mal rüberkommt? Kommen Sie mal mit. Das sind auch so diese Farbe. Gefällt Ihnen das? Ja, die gefällt. Es kommen schon sehr viele komische Gestalten teilweise in die Notaufnahme. Doch auch in dieser Situation, wo die Dame angefangen hat, die Tapete zu streicheln, war das für mich was Neues. Weil, sie war auch begeistert von meinen Haaren und so weiter. Also sie wirkte schon sehr, sehr außergewöhnlich. Oder auch speziell. Was los? Die Dame weiß nicht, wo sie her ist. Sie wissen nicht, wo sie her sind? Nein, ich,
Ich schaue mir nur gerade diese Haare hier an. Aber ihre sind auch so toll. Dankeschön. Kennen Sie mich nicht mehr? Nein. Nein? Kennen wir uns? Ja. Ich habe Sie vor zwei Tagen hier aufgenommen wegen Ihrem Blinddarm. Doch, jetzt. Was machen Sie denn hier unten? Ich gehe spazieren. Als ich den Anruf bekam, dass wir eine verwirrte Patientin in der Notaufnahme haben, war ich natürlich erstmal überrascht. Als ich sie dann gesehen habe, ist mir auch noch aufgefallen, dass ich die gleiche Patientin vor zwei Tagen selber aufgenommen habe. Das heißt, ich kannte sie schon und weiß, dass sie da bei bester Gesundheit bis auf ihren entzündeten Blinddarm war. Also bei bester geistiger Gesundheit auf jeden Fall. Und deswegen war ich schon sehr überrascht, was sie mir dann für ein Bild bot. Hi, Lea. Hi. Also, ist die Frau Kette von euch entflohen? Ja, wo war sie denn? Die ist vorne in der 20 bei der Frau Weiler. Sie war bei der Frau Weiler. Sie war bei uns in der Notaufnahme und fand die Tapeten sehr aufregend. Ach was. Also sie wirkten ein bisschen durchgängig, ehrlich gesagt. Aber es kann ja nicht sein, die OP war ja schon gestern, oder? Ja, die war schon gestern. Und vorhin war alles super, ne? Natürlich hätte man bei Frau Kettel jetzt auch vermuten können, dass das durch die OP käme, die Verwirrtheit. Allerdings wurde sie schon einen Tag vorher operiert, war danach wohl auch wohlauf. Das ist zum einen sehr untypisch, dass Patienten das mit einer Latenz entwickeln. Des Weiteren ist sie auch noch sehr jung. Wir erleben Durchgängigkeitssyndrome eher bei älteren Patienten, muss man sagen. Deswegen schien mir das hier doch einen anderen Grund zu haben. Ich gehe dann jetzt einfach. Ja, danke dir. Okay. Oh ja, die scheint hier prächtig. Geht doch schon die ganze Zeit so? Nee, gar nicht, absolut nicht. Wo kommst du denn? Ich war unten. Ja, eigentlich waren sie unten. Okay, so waren die natürlich eben nicht drauf. Also, was ist eben? Das ist zwei, drei Stunden. Sie war schon ähnlich, als sie bei uns aufgenommen wurde. Wie kommt das? Was denkst du? Ich weiß nicht. Mir drängte sich immer weiter der Verdacht auf, dass die beiden irgendwas konsumiert hatten, was auf jeden Fall nicht von uns kam, weil wir geben Patienten solche Medikamente nicht. Deswegen wollte ich dann auch einfach wissen, was wirklich los ist und was die beiden zu sich genommen haben. Was haben Sie hier veranstaltet? Jetzt mal. Ach, nix. Wir haben Kaffeeklatsch gemacht. Sie haben Kaffeeklatsch gemacht? Ja, wir beide haben Kaffeeklatsch gemacht. Was beinhaltete denn das Kaffeeklatschen? Kaffee, natürlich. Kaffeeklatsch. Und ein paar Kekse. Kekse, ja. Kekse. Nein, ganz tolle Kekse. Das ist doch unsere Dose. Ja. Woher haben Sie die Kekse? Dein Freund, ne? Das ist ein Vollspacken. Sieht nur gut aus, ne? Aber der kann backen. Der kann backen. Von dem haben Sie backen? Ja, ja, der hat mir so schöne Kekse. Seit wann wachsen die Kekse? Extra für Sie das erste Mal? Was ist mit den Keksen? Jetzt mal Butter bei die Fische, wirklich. Ja. Weil das hier beide Patienten so sind und Sie schon so war, als sie hier aufgenommen wurde und vorher nichts hatte. Was ist in den Keksen? Ganz normal ist es, ne? Wie man so Kekse halt macht. Wir können die Probleme drin und so. Wir können die problemlos ins Labor geben, dann können wir Inhaltsstoffe ganz schnell analysieren. Wir nehmen die jetzt einmal bei uns ins Labor und dann gucken wir, was... Mike! Alles gut? Mike, was ist hier los? Als ich auf dem Flur war, hörte ich nur Geschrei und ich drehte mich um. Dann sah ich schon diesen Mann auf mich zurennen und wie er mich erwischt hat und wir beide lagen auf dem Boden. Dabei bin ich arg auf die Hüfte gefallen, was jetzt Gott sei Dank nicht so schlimm war. Aber in solchen Situationen denkt man sich auch, warum rennt so ein Mann weg, beziehungsweise warum schreien die anderen? Mike hat eingesehen, dass ihm eine Flucht nicht weiterhilft und er sich der Situation stellen muss. Hinter dem Backen der Kekse steckt ein Plan, der nicht nur Gerdas Leben in Gefahr gebracht hat, sondern auch die Beziehung zu Katja beenden wird. Was ist in den Keksen drin? Mike! Ich hab doch noch jammern! Brüll mich doch nicht so an! Ich hab da noch ein bisschen was reingemischt. Ein bisschen was reingemischt? Ja, Marihuana hab ich ein bisschen... Marihuana? Sag mal, spinnst du? Marihuana? Meiner Mutter zu geben? An dem Tag, wo Emma dabei war? Sie hätte auch davon leben können. Sag mal, hast du sie noch alle? Ich übertreib doch nicht. Was ist denn los? Ich untertreibe also noch. Also, ihre Freundin übertreibt gar nicht. Ich hätte doch bei dir mit einziehen können, aber mit deiner Mutter zusammen geht das nicht. Du hast doch gerade gehört, wie sie auch über mich spricht. Wolltest du damit bezwecken, dass ich denke, dass meine Mutter irgendwie verwirrt ist? Neben der Spur? Und dass ich sie ins Altenheim gebe? Dass du bei mir einziehen kannst? Ja,
So nee. War der Plan. Menschen ohne deren Wissen unter Drogeneinfluss zu setzen, ist nicht nur menschlich und ethisch verwerflich, sondern auch ein Straftatbestand. Es kommt hier einer Körperverletzung gleich, da die beiden nicht eingewilligt haben. Darüber hinaus muss man sagen, dass man als Laie nie einschätzen kann, inwieweit man diese Menschen gefährdet. Man weiß nicht, welche Wechselwirkungen es geben kann, wie der Mensch reagiert, gerade wenn es illegale Drogen sind. Gibt es wirklich sehr vielfache Verläufe, die sehr dramatische Ausmaße annehmen können. Raus jetzt! Ich will dich nie wiedersehen. Pass mal auf! Und ich zeig und dich bei der Polizei ab. Für dieses Krankenhaus haben sie jetzt auch Hausverbot. Du bekommst eine Anzeige. Dass die Tochter von der Frau Weiler ihren Freund aus dem Zimmer rausgeschmissen hat, konnte ich komplett nachvollziehen. Und das war genau der einzig wahre, richtige Schritt, weil er hat sich komplett unter aller Sau benommen. Mama, ich bin jetzt wenigstens froh, dass ich weiß, was mit dir los ist. Ja. Schlaf du mal. Und eins verspreche ich dir, du wirst niemals in irgendein Altenheim kommen. Nein, ich bleib niemals. Bei dir und immer, ne? Natürlich. Ja, das ist gut. Die Wirkung der Haschkekse ließ bei Gerda und ihrer Zimmernachbarin ein paar Stunden später nach. Der Bruch am Fuß der 72-Jährigen verhallte problemlos. Während sich Mike einem Strafverfahren wegen Körperverletzung stellen muss, wohnt die Rentnerin immer noch mit ihrer Tochter und ihrer Enkelin zusammen.